Die Stereo Idiots, die spielen heute Abend beim Sommerfest in der Kulturfahrschule. Michi, wie geht's euch? Ist wirklich schon Sommerfeeling bei der Band? Jupp. Nein. Sag ich nicht, ist geheim. Wie seid ihr denn heute hier mit der Straßenbahn, nehme ich an? Da spielt ihr ja ganz gerne mal. Heute mit dem Auto. Das ist aber sehr untypisch. Ja, aber wir dürften die ganzen Verstärker und so nicht mitnehmen in der Straßenbahn. Hättet ihr für die extra zahlen müssen? Ja, ist wie Hunde oder so, Fahrräder, alles. Verstärker kostet 2,50 extra. Das ist ja Wucher. Dann machen wir gleich an dieser Stelle mal einen Aufruf an die SWU. Befördert bitte die Bands im Sinne der Kulturförderung zukünftig kostenlos. Benni, apropos Kulturförderung. Die Kulturfahrtschule gibt es jetzt hier nur für wenige Monate. Ist es wichtig für Ulm, dass es auch solche Einrichtungen, Institutionen gibt, so ein bisschen was Alternatives? Absolut, weil Grund ist, Kultur ist nie ein Fehler. Vor allem, wenn wir daran partizipieren dürfen, ist Kultur gut. Gut. Nur scheiße, dass um 10 Schluss ist. Also schlecht. Ja. Ist es denn ein Ort, wo Musiker, richtige Rockstars wie ihr auch privat hingehen? Jetzt hierher? Nee, ich habe einen Führerschein, ich muss nicht mehr in die Fahrschule. Ah, hast du ja Glück gehabt. Ich noch nicht übrigens. Und Kulturen habe ich im Kühlschrank. Michi, könntest du mal ganz kurz erklären für alle, es soll noch 2, 3 Leute in Ulm geben, die euch nicht kennen. Wer sind die Stereo Idiots? Was macht ihr für Musik? Wir machen Punk'n'Roll. Das ist eine Mischung aus Punkrock, Rock, Rock'n'Roll, Rock, Punkrock und Rock'n'Roll. Geil. Das heißt, man kann euch auch mit nichts so richtig vergleichen. Nein. Ich habe das gerade schon angesprochen, kürzlich mal in der Straßenbahn gespielt. Dürfen wir so ein Highlight nochmal erleben? An der Kulturnacht spielen wir nochmal in der Straßenbahn und mit My Restless 45 zusammen im Wechsel von 8 bis 12. Und jeder, der sich so eine Karte kauft für die Kulturnacht, darf dann auch zu jeder Station ein- und aussteigen. Also wird, glaube ich, ein amüsanter Abend. Wie geht's dir denn generell, mal abgesehen vom öffentlichen Nahverkehr in Ulm, wie geht's dir als Künstler in Ulm? Fühlst du dich hier gut aufgehoben? Ja, ich bin ja gar nicht in Ulm. Ich bin ja reingeschmeckt. Ich pendel ja noch. Na? Von wo nach wo? Also nach Ulm? Von Biberach nach Ulm. Ja, aber nicht mehr lang. Ja. Glückwunsch schon mal dazu. Michi, du bist in Ulm. Wie geht's dir hier? Sehr gut. Also ich mag Ulm. Ich finde es auch schade, dass das Ding hier abgerissen wird im Oktober. Also Ulm verträgt schon so ein Dings wie hier, auf jeden Fall. Also vielleicht können wir ja dann das Universum Center besetzen oder so ab Oktober. Keine Ahnung. Konstruktive Vorschläge heute am Sommerfest von den Stereo Idiots. Vielen Dank.